Viele sagen, dass Juden intelligenter, reicher sind als andere und die Welt regieren. Manche sagen, sie seien hinterhältig. Kann man das islamisch legitimieren? Nein. Jetzt, wie willst du das sagen, dass eine Rasse intelligenter ist und mehr reicher ist als die anderen? Okay, dass das Volk Israel von Allah subhanahu wa ta'ala viele Gaben bekommen hat, das ist außer Frage. Das steht im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Fleisch von Himmel gegeben. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen so viel gegeben, aber sie waren undankbar. Sie haben ihren Propheten gesagt, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. Wir werden den Glauben nicht verinnerlichen, bis wir Allah mit unseren Augen sehen. Ohne etwas dazwischen, ohne Vorhang. Allah hat ihnen so viel gezeigt, aber sie waren undankbar. Und das steht in Tora, das steht in Evangelium und das steht im Koran. Aber dass man sagt, die sind intelligenter, nicht intelligenter, das hat mit der Person zu tun. Es gibt bei jedem Volk und bei jeder, sage ich jetzt, Religionsangehörigkeit oder Gehörigkeit, es gibt gute Leute, schlechte Leute, es gibt Leute, die intelligent sind, es gibt Leute, die nicht intelligent sind, es gibt Leute, die hinterlässig sind, es gibt Leute, die nicht hinterlässig sind. Und diese Sache, dass sie die Welt regieren und so, das stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Das sind nur Meinungen von Leuten.